Das Pfarrhaus Meda, ein idyllischer Platz direkt neben der Kirche. Für Pfarrerin Christina Kollei ist es ein kurzer Weg zum Gottesdienst an diesem Sonntagmorgen. Aber es war ein langer Weg, dass das Leben und Arbeiten im Pfarrhaus heute möglich ist. Für Meda war die Sanierung sehr wichtig, weil einfach das Pfarrhaus hier direkt an der Kirche ein hoher Identifikationspunkt ist. Nach sorgfältiger Prüfung haben sich die Landeskirche und der Kirchenvorstand 2017 für den Erhalt des Pfarrhauses ausgesprochen. Das Gebäude war unbewohnbar geworden. Doch der Wille für eine Sanierung war da. Ein Jahr wurde geplant und gerechnet, wie die Sanierungskosten aufgebracht werden. Die Gesamtkosten waren ja ungefähr 460.000 Euro. Davon hat jetzt die Landeskirche ist mit 263.000 Euro als Zuschuss mit rein. Wir von unserer Kirchengemeinde mussten 155.000 Euro einbringen und noch von Denkmalschutz und Oberfrankenstiftung, was eben bei uns hier möglich ist. Blicken die Mitglieder des Kirchengemeinderates angesichts der hohen Summe für die Sanierungsarbeiten heute auf die Investition, wird klar, der Preis war hoch, vielleicht zu hoch, denn die Gemeinde muss zukünftig auf vieles verzichten. Das muss man sich schon eben bewusst sein, wenn man sowas angeht, dass das natürlich dann schon heißt, dass für die Kirchengemeinde die finanziellen Spielräume natürlich sehr eng sind. Das heißt auch personaltechnisch und in vielen anderen Bereichen, dass man also dann sehr sparsam wirtschaften muss. Für Christina und Martin Kollei und ihre vier Kinder ist es ein Privileg, dieses historische Gebäude zu bewohnen. Im Juni 2019 hat die Familie die etwa 220 Quadratmeter bezogen. Das wusste ich, wie viel Arbeit die Leute auch ehrenamtlich reingesteckt haben. Und das fand ich ganz toll. Und dadurch wurde mir auch bewusst, dass es wirklich, wirklich an den Leuten sehr viel dranhängt. So hat sich der Einsatz von Landeskirche und Kirchenvorstand gelohnt. Die Pfarrersfamilie hat sich auch deshalb für die Gemeinde entschieden, weil das Pfarrhaus die Sicherheit bietet, nicht schnell wieder umziehen zu müssen. Pfarrerin Christina Kollei wird vor Ort gebraucht und darüber hinaus wahrscheinlich auch vermehrt in den Nachbargemeinden. Denn bis 2023 soll der neue Landesstellenplan in Bayern umgesetzt sein. Insofern gehen wir davon aus, dass von den drei Pfarrhäusern, die in dieser Kommune liegen, eben mindestens dieses auf jeden Fall eine Zukunft haben wird, auch über die nächsten 10 und 20 Jahre hinaus. So erlebt das Dorf Meda auch in der Gegenwart, dass seine Geschichte vom Glauben geprägt ist. Durch das Leben im Pfarrhaus setzt die Pfarrersfamilie Kollei die Geschichte fort und fügt ein neues Kapitel dazu.